Unternehmer unter Dampf mit Unterstützung des Unternehmerverbandes Norddeutschland Mecklenburg-Schwerin. Aus der herzoglichen Dampfwäscherei in Schwerin. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von unserer Sendereihe Unternehmer unter Dampf. Wie immer aus der herzoglichen Dampfwäscherei hier in Schwerin. Und an meiner Seite heute natürlich ein Unternehmer, Joachim Schlebusch. Joachim Schlebusch leitet die Tanzschule Schlebusch. Genau, das Tanzstudio Schlebusch in Schwerin. Das Tanzstudio Schlebusch, genaue Bezeichnung. Wie lange machen Sie das schon? Ich selber bin seit 2009 Tanzlehrer. Sie sind Tanzlehrer. Wie kommt man zum Tanzen? Natürlich bestimmt über professionellen, beruflichen Tanz. Das haben Sie von der... Genau, also es ist ein Familienbetrieb. Ja. Und meine Eltern haben vor 30 Jahren die Tanzschule gegründet. Und ich bin erst so ein bisschen dagegen gewesen. Und wie das ja manchmal so ist, wenn man ein bisschen älter wird, entscheidet man sich doch dafür. Und dann war der Weg relativ klar für mich, irgendwann Tanzlehrer zu werden. Wir haben ja im Vorgespräch auch über Ihre Eltern gesprochen. Mhm. Die waren erfolgreich. Die haben richtig Tanzsport gemacht. Das kann man so sagen. Weltspitze getanzt, genau. Weltspitze getanzt. Können wir das ganz kurz mal reflektieren? Die Mutter war Weltmeisterin sogar. Ja, mehrfach Weltmeisterin geworden. Mit 16 das erste Mal schon. Im Formationstanz, Latein. Und mein Vater hat als ein Paartanz Siebter der Weltrangliste ertanzt. Also beide Weltspitze getanzt, recht erfolgreich. Und kann man von Tanzsport dann allein leben? Nein, das geht nicht. Als Tanzsporttrainer später ist es möglich, wenn man erfolgreich war, kann man natürlich in verschiedenen Bereichen da Tanzsporttrainer erfolgreich sein und auch Geld verdienen. Aber irgendwann willst du sesshaft werden und nicht mehr durch Deutschland und weiter reisen und so kam das dann irgendwann zur Tanzschule. Ich stelle mir jetzt vor, dass man natürlich dann, schon als Kind natürlich, seitdem man denken kann, eigentlich tanzt. Es ist so, manchmal sogar unfreiwillig. Ja. Also ich habe mit 6 Jahren, glaube ich, meinen ersten Tanzkurs gegeben oder beziehungsweise mitgemacht, nicht gegeben, das wäre zu früh gewesen. Und musste dann da, weil die Herren oft auch Mangelware waren tatsächlich, mittanzen. Ja, und da steht ein 6-Jähriger natürlich nicht so drauf. Aber später mit dem Alter macht es dann Spaß und dann irgendwann konnte ich mir vorstellen, das beruflich zu machen. Ja, also es macht, was das Tanzen ausmacht, ist ja gerade, wie gesagt, Musik bewegt uns alle. Ja. Ja, also Musik hören wir alle. Das ist ja die Bewegung dann zu der Musik. Genau, Tanz ist Bewegung in Musik, andersrum Musik in Bewegung umzuwandeln. Und das kann jedes Kind, wenn es Musik hört, fängt an, sich zu bewegen. Wie die Bewegungen nun aussehen und in welche Richtung das gehen soll, das kann nachher jeder selbst entscheiden. Aber erstmal der Drang, sich zu bewegen zur Musik, der ist in uns allen. Ihre Eltern stammen ja aus den Altbundesländern. Was hat Sie gerade hier nach Schwerin gebracht? Ja, erstmal Schwerin, eine wunderschöne Stadt. Wir haben vorher schon mehrere Standorte gehabt und haben uns immer schon ein bisschen Richtung Osten orientiert. Wir kommen eigentlich aus Wietzeze bei Laumburg, da sind wir groß geworden. Und hatten dann Schwarzenbeek, Büchen und dann irgendwann auch Beutzenburg. Und dann ging das schon so langsam aber sicher Richtung Osten. Und haben dann 1996 hier in Schwerin angefangen, auch Tanzunterricht zu geben. Warum Richtung Osten? Weil die Ostler besonders offen sind, was Tanz anbelangt? Ja, tatsächlich. Also wir hatten immer schon eine Ambition. Oder großen Nachholbedarf haben? Das würde ich nicht sagen. Also es gab auch schon natürlich Tanzschulen hier in Schwerin. Aber Schwerin ist einfach auch eine sehr schöne Stadt. Und wir haben, wie gesagt, unsere Fühler in alle Richtungen ausgestreckt, nicht nur in den Osten. Aber da sind wir irgendwann so ein bisschen hängen geblieben. Und jetzt gerade in Schwerin haben wir uns dann festgesetzt und haben hier auch eine neue Heimat gefunden. Ja, was macht dieses Unternehmen aus? Wie viele Mitarbeiter hat man da? Arbeitet da mit viel freien Tanzlehrern? Sozusagen, Wie ist das organisiert? Wie ist das strukturiert? Also wir sind 12 Leute im Betrieb und haben 2 Festangestellte. Meine Partnerin Tina Possel und ich sind Inhaber. Dann haben wir eine Bürohilfe, eine Bürofrau bei uns. Und der Rest, die Tanzlehrer, sind quasi entweder auf Honorarbasis viele und einige machen Minijobs. Das heißt, die geben dann ihre 3, 4, 5 Kurse die Woche und machen hauptberuflich was anderes. Ne? Also so funktioniert das genau. Sie wollten nicht immer Tanzlehrer werden, beziehungsweise Inhaber eines Tanzstudios. Genau. Was wollten Sie werden früher? Ich wollte Sport machen. Ich war Handballer, war immer auch recht gut gewesen, recht hoch gespielt und wollte dann in Köln mein Sportstudio machen. Ja, was heißt das, recht hoch gespielt? Wir sind ja hier in einer handballversessenen Stadt. Ja, in Düsseldorf habe ich Regionalliga gespielt, also dritte Liga als A-Jugendlicher. Genau. Und wollte dann eigentlich Handballprofi werden,
Das hat nicht geklappt. Dafür hat es nicht gereicht, leider. Und wollte dann Sport studieren, aber irgendwann kam der Gedanke, was willst du mit einem Sportstudium wirklich machen? Sportlehrer kam nicht in Frage für mich. Ernährungswissenschaften und irgendwie war es nicht so richtig im Alter dann die Entscheidung. Und dann bin ich umgeschwenkt auf den Beruf des Tanzlehrers doch. Auch natürlich, muss man ehrlich sagen, mit Hinsicht darauf, denn irgendwann auch mal als Unternehmer eben tätig zu sein, weil der Betrieb schon da ist bei meinen Eltern. Ich frage nochmal, was ist der Unterschied dann zwischen Tanzlehrer und Unternehmer? Also da gibt es tatsächlich einen sehr großen Unterschied. Also viele Tanzlehrer sind natürlich, Tanz ist auch Kunst. Und wie das oft so bei Künstlern ist, sind die sehr Freigeister, sag ich mal, und in ihrer Tätigkeit sehr speziell, möchte ich mal sagen. So, und der Unternehmer muss eher so ein bisschen strukturiert sein und auch einen Plan haben von dem, was so passiert und was möglich ist. Und das ist eigentlich eher gegensätzlich. Aber es passt bei uns, wir kriegen es hin und es macht mir sehr viel Spaß, beides. Wie lange gibt es das Tanzstudio Schlebusch dann schon? Oh, seit ungefähr 30 Jahren. Seit 30 Jahren. Und wie lange machen Sie es schon als praktische Inhaber? Als Inhaber 2016. Ja. Und die Eltern stehen noch immer im Hintergrund und schauen zu? Genau, der Arbeitsaufwand hat sich gar nicht so viel geändert bei meinen Eltern. Die geben jeder noch ihre Kurse, sind also noch tätig bei uns, aber haben natürlich die unternehmerische Seite nicht mehr, stehen noch beratend zur Seite, aber genießen jetzt auch so ein bisschen dann irgendwann ihren Ruhestand. Und das funktioniert auch, dass man sozusagen die Eltern, die das alles aufgebaut haben, immer noch mit dem Unternehmen drin hat, dass sie immer noch mit die aus meiner Sicht besser als vorher, wenn Sie mich fragen. Ist schwer, den Vater oder die Eltern als Chef zu haben, kennen aber viele diese Situation, denke ich. Man ist nie so richtig frei von seinem Chef, man ist aber auch irgendwie nie so richtig frei von seinen Eltern, also es ist einfach schwer. Aber es ging, wir haben es hingekriegt, manchmal hat man sich natürlich auch so ein bisschen die Meinung gesagt, aber es hat immer funktioniert. Und heute ist es so, dass Sie den Sohn als Chef akzeptieren? Im Grunde, je nachdem, privat natürlich noch nicht. Genau, soll auch nicht so sein. Tanzstudio Schlebusch hat ja in Schwerin schon einen Namen. Ja, schön. Durch Generationen hindurch haben Sie ja schon Menschen mitgeformt, was das Tanzen anbelangt. Ja. Das heißt, schon Kinder können zu Ihnen zum Tanzen kommen. Auch für Jugendliche gibt es Angebote, gehen wir gleich nochmal drüber hinaus, bis hin zu den Erwachsenen. Nun sind wir ja in Schwerin auf der einen Seite so ein bisschen Beamtenstadt. Mhm. Das heißt, hier gibt es ja viele Staatsdiener, wenn man so will. Mhm. Bevorzugen die bestimmte Tänze? Nein, die mögen das ruhig und klassisch schon, ja. Aber also man erwischt sie auch beim Cha-Cha-Cha, so ist es nicht. Also, ja, klar. Was bieten Sie für Tanzkurse an? Also eigentlich alles, was man sich so denken kann. Vieles. Alles wäre sicherlich zu viel, aber es geht los mit 3 Jahren mit Kindertanz. Rhythmik, Motorik wird gefördert erstmal. Ne? Das ist auch noch kein Choreografietanz. Das geht ab 6 Jahren bei uns los. Hip-Hop, Breakdance, verschiedene Sachen, wo das dann wirklich ein bisschen anspruchsvoller wird. Dann haben wir die Möglichkeit, sich fit zu halten durch Zumba bei uns. Wir bieten Pilates jetzt neu an. Ab dem Juni kommt sogar klassisches Ballett dazu und natürlich der Gesellschaftstanz. Mit Musik? Also Pilates mit Musik? Oder ja, wie ist das? Ja. Mhm. Ist Pilates Tanzen? Nein, Pilates ist kein Tanzen. Man bewegt sich dann zu Musik letztendlich? Also Pilates klassisch, ich mache das nicht selber. Ja. Also wir haben natürlich da auch jemanden, der das dann speziell macht. Und das ist wirklich klassisches Pilates. Ist in der Tanzschule, da haben Sie schon recht, jetzt nicht so üblich anzufinden. Aber da gibt es bei uns mehrere Sachen. Also wir machen zum Beispiel auch Fit Dank Baby. Das ist ein Programm, wo Mütter direkt nach dem Rückbildungskurs wieder mit Sport anfangen können. Ihr Kind mit zum Sport nehmen können. Ist auch nichts Klassisches für eine Tanzschule, aber natürlich mit Musik. Und deswegen bieten wir sowas auch an. Praktisch mit dem Baby auf dem Bauch oder auf dem Rücken oder wie auch immer. Je nachdem. Also es gibt tatsächlich einen Gurt. Das Baby ist also am Körper und ist aktiv auch dabei. Es wird auch mit eingebunden in die Übung. Und es ist immer eine ganz tolle Sache, weil die Kids haben Spaß, die hören Musik und die Mütter können was für sich tun. Ist das nachgefragt? Ja. Und kommen da auch Väter? Nein, noch nicht. Wir hatten noch keinen. Okay. Also wie gesagt, hier nochmal die Botschaft natürlich an die Väter. Es gibt auch Tanzen mit dem Baby vor dem Bauch. Also wenn Sie das wollen, ne? Nur das alles möglich. Nur als Angebot. Mhm. Dann habe ich gelernt, es gibt die klassischen Tänze. Das sind 10 Tänze. Man spricht von 10 Gesellschaftstänzen, ja. Ja. Und die werden besonders nachgefragt noch. Ist das so oder ist da ein Wandel, dass man sagt, die Jugendlichen, also sie haben eigentlich keinen Bock mehr drauf, hier das zu machen, was ihre Eltern gemacht haben? Also mir ging es so als Jugendlicher, ich wollte sozusagen nicht klassisch tanzen. Mhm. Ich war sozusagen in der Freedance-Bewegung. Ja, ist klar. Okay, also klassisch heißt nicht immer gleich alt. Klassisch heißt, dass es das lange gibt. Für uns sind das diese 10 Tänze, Walzer, Cha-Cha-Cha, Foxtrot, die man kennt.
Man kann das sehr modern und gestalten, erstmal durch die Musik selbstverständlich. Moderne Musik ist vertanzbar. Und für die Jugendlichen wählen wir dann tatsächlich den Schwerpunkt mehr auf anderen Tänzen. Ich sag mal, die tanzen gern Jive, eine Salsa, ein Disco Fox, fetzige Musik, wo viel Bewegung drin ist. Und der klassische Walzer findet dann eher am etwas älteren Publikum Spaß oder Anschluss. Aber trotzdem sind alle Tänze tatsächlich sehr modern oder beliebt wieder, muss ich sagen. Also es kommt wieder. Ja, es ist auf alle Fälle wunderschön. Und ich selber stelle dann immer das Manko fest, wenn ich auf Bällen bin. Wir hatten vor kurzem zum Beispiel den Unternehmerball des Unternehmerverbandes Mecklenburg-Schwerin mit 200 Gästen. Also das war wunderbar. Da habe ich natürlich auch getanzt, Freedance. Aber ich habe natürlich auch die gesehen, die es richtig können. Ja. Und das ist natürlich schön anzusehen. Mhm. Was gehört dazu? Es gehören erstmal zwei Menschen dazu, die aufeinander abgestimmt sind. Muss man das lernen, sich aufeinander abzustimmen? Die Abstimmung kommt mit der Zeit. Das ist nicht, kann man nicht voraussetzen, leider. Ne? Aber wichtig ist die Harmonie, dass man sich mag. Viele Paare haben auch am Anfang so ein bisschen das Gegeneinander mehr, anstatt das Miteinander lernen. Und das ist dann sehr schade, weil das Lernen an sich dann einfach schwerer fällt und länger dauert. Also wenn man so einen kleinen Kampf austragen muss, ja, quasi. Ne? Also wenn man so ein Tanzpaar auf der Tanzfläche studiert, dann kann man auch ganz genau erkennen, wie die zueinander stehen. Ja? Vieles, sehr vieles, ja. Okay, liebe Zuschauer, also Psychologie auf der Tanzfläche, gucken sich das an, wie sie sich bewegen zueinander. Dann kann man dann auch kennen, wie der Partner zu ihnen steht. Also sehr interessant. Aber wir sprechen ja auch über das Unternehmertum. Ja. Sie haben schon beschrieben, also die Tanzlehrer, die bei Ihnen auf Honorarbasis beschäftigt sind nicht ganz so einfach. Die können natürlich auch, die haben eine Botschaft, ja, die haben eine Mission. Die wollen letztendlich die Menschen ihren Tanz lernen. Mhm. Ist das kompliziert, hier in der Region Lehrer zu finden? Nein, das ist tatsächlich sind alles Eigengewächse. Das heißt, das sind tatsächlich Menschen, junge Menschen, überwiegend tatsächlich Mädchen, Frauen, die teilweise mit 3, 4, 5 Jahren bei uns das Tanzen angefangen haben und sich so ein bisschen herausgestellt haben aus der Gruppe, erstmal als sehr gute Tänzer oder auch mit der Sozialkompetenz, die nötig ist. Und dann gehen wir auf die Leute zu. Kannst du dir das vorstellen, auch mal nebenberuflich hier Kurse zu geben? Und dann begleiten die uns erst einmal in unseren Kursen, dass sie auch das lernen, wie man das vermittelt. Und dann nach einer gewissen Zeit sind die in der Lage, selbstständig Kurse zu geben. Was müssen die beherrschen, wenn man Tanzlehrer werden will? Ja, natürlich das ist ein Taktgefühl, Musikgefühl natürlich. Einerseits das alles, aber auch so ein bisschen Didaktik natürlich. Didaktik, Methodik ist wichtig, genau. Menschenführung ja auch dann. Also wir bilden unsere Leute fort, ne? Die machen Trainerscheine, die haben alle Erste-Hilfe-Kurse und solche Sachen, die einfach dazugehören. Und da sind eigentlich halbjährliche Fortbildungen, würde ich jetzt mal so grob schätzen, immer dabei. Und die werden logischerweise geschult. Wichtig ist, ganz, ganz wichtig ist, mit Leuten umgehen zu können. Das kannst du so speziell gar nicht unbedingt schulen. Du kannst Methoden und Wege schulen, aber du musst mit Menschen umgehen können, du musst bei Menschen ankommen. Und das machen wir durch unsere Vorauswahl immer schon fest, wer da in Frage kommt. Ansonsten musst du sehr kreativ sein. Also du musst dir die Sachen selber auch oft ausdenken, gerade im Hip-Hop-Bereich. Wir sind sehr erfolgreich im Wettkampfsport, auch im Hip-Hop- und Breakdance-Bereich. Die Leute müssen sehr kreativ sein, Bilder bauen, Schritte kombinieren, das gehört dazu, genau. Ja, wir hatten mal zu tun mit einem Unternehmen, das hat wirklich von sich behauptet, es wäre wirklich von der Geburt bis zum Grab praktisch für den Menschen zuständig. Ne? Das hat sich im Sozialbereich abgespielt, natürlich von der Krippe praktisch bis ins Altersheim. Mhm. Beim Tanzsport ist es ja vielleicht ähnlich. Also fast genau. Also man kann ganz klein anfangen und man kriegt das wirklich bis ins hohe Alter hin. Genau. Ne? Und man sollte ja den Menschen auch empfehlen. Ja, Bewegung ist ja was Gutes und nach Musik tanzen ist ja auch etwas, was die Gesundheit erhält. Also man sagt, wie alt sind die ältesten Kunden von Ihnen? Über 70. Wir haben eine 75-jährige Dame bei uns tanzen, das ist aber keine Ausnahme. Also wir haben auch Zumba Gold zum Beispiel, ist ein Programm extra für etwas Ältere. Dann haben wir sonntags einen Seniorentanz, den klassischen Seniorentanz. Da findet man noch ältere Leute, Personen auch, die das Tanzbein noch schwingen. Ja, und man sagt, tanzen zu lernen ist ähnlich wie eine Sprache zu lernen. Das Zusammenspiel beider Gehirnhälften wird gefördert und das hält fit, das ist einfach so. Es geht ja auch um nochmal als Unternehmer natürlich immer darum, Angebote zu schaffen, auf den Markt zu reagieren. Genau. Wie machen Sie das? Wie gucken Sie sich das an? Gucken Sie da bei YouTube, was sind die neuesten Trends, was wird da getanzt? Oder? Das kriegt man durch die Szene tatsächlich so mit. Also erstmal bilden wir uns natürlich auch fort. Wir sind auch regelmäßig auf Fortbildungen, wie gesagt. Und da wird erst das Angebot schon mal deutlich. Aha, okay, es geht jetzt in diese Richtung. Walzer wird weniger angeboten. Jetzt kommt mehr vielleicht der West Coast Swing oder andere moderne Bewegungsformen.
Und das bieten wir dann an und du musst das auch ausprobieren teilweise. Einige Sachen haben wir angeboten, einige Tänze wie der West Coast Swing, der ist nicht ganz so eingeschlagen, gibt ein paar Liebhaber. Andere Sachen wie die Salsa, da explodiert das gleich. Also man muss es auch ein bisschen testen und ausprobieren, was gerade hier beim Schweriner, beim Mecklenburger so ankommt. Das ist ja auch nochmal ein bisschen speziell. Für ein Unternehmer ist ja immer auch das Finanzielle wichtig, dass sich so ein Unternehmen auch trägt, dass man mit so einem Unternehmer auch so Unternehmen letztendlich auch verdient. Wie kalkuliert man dann die Preise beim Tanzen irgendwie? Hängt das von der Anzahl ab oder ist es davon unabhängig? Oder gibt es der Markt, dass ich meinetwegen sagen kann, in Hamburg kann ich das Doppelte verlangen, hier in Schwerin ja, ist es ein also bisschen weniger? Man sortiert den Markt natürlich, man guckt, was geht woanders, was ist möglich. Auch in Schwerin gibt es ja mehrere Tanzschulen und man ist natürlich so ein bisschen nicht im Austausch und man guckt, was machen die anderen, was machen wir. Und so stellt sich dann irgendwann der Preis fest. Wir wollen nicht teuer sein, wir wollen, dass die Leute bei uns Spaß am Tanzen haben. Das muss bezahlbar bleiben und wir sind auch im Mittelfeld. Und ja, so funktioniert das. Man guckt, was machen die anderen. Wir fragen ja dann immer zum Schluss, was macht den Unternehmer aus? Warum machen sie das? Warum tun sich das natürlich auch an? Auch das alles, was drumherum hängt, das Risiko, was man ja auch als Unternehmer mit eingeht. Und warum würden sie es natürlich auch unseren Zuschauern empfehlen, auch vielleicht unternehmerisch tätig zu werden, wenn man immer noch die Wahl hat? Ja, man ist sein eigener Chef, das sagt sich immer so schön und so leicht, aber man kann in erster Linie auch selber und frei gestalten. Man kann sich nach seinen Vorstellungen etwas schaffen. Und das muss natürlich nicht immer gut gehen, das sprechen Sie an, das Risiko ist da. Aber wenn es gut geht, dann ist das meiner Meinung nach eine der schönsten Sachen, die man so machen kann, weil man eben nach seinen Vorstellungen alles gestalten kann. Also ich kann es nur jedem empfehlen, der eine gute Idee hat. Herr Schlebusch, dem haben wir nichts hinzuzufügen, liebe Zuschauer, Sie haben es gehört. Also wenn Sie noch überlegen, beziehungsweise Kinder haben oder wer auch immer, empfehlen Sie ihm durchaus unternehmerisch tätig zu werden. Es macht Spaß. Also bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Unternehmer unter Dampf, hier aus Schwerin, aus der herzoglichen Dampffischerei. Bleiben Sie dran und gehen Sie tanzen. Unternehmer unter Dampf mit Unterstützung des Unternehmerverbandes Norddeutschland Mecklenburg-Schwerin. Aus der herzoglichen Dampfwäscherei in Schwerin.